Meine Damen und Herren, wenn sich ein Sieg nicht nach einem Sieg anfühlt, dann wisst ihr, ja, wie sich gerade der General hier fühlt. Seine Armeen total geschwächt von den Russen, die auch noch hier durchgebrochen sind. Das würde bedeuten, wir sollten hier wahrscheinlich auch alles abbrechen, was wir gerade bauen und das Geld sparen, weil ganz im Ernst, die Russen werden das jetzt hier übernehmen. Da brauchen wir keinen Zweifel leider dran zu haben. Ja, wir sind zurück in Napoleon Total War. Und wenn wir schon so nah dran sind, würde ich wenigstens gerne noch Moldawien erobern wollen. Leider ist halt hier ein Teil der Armee, aber die sollte genügend geschwächt sein, hoffe ich mal. Dass wir das jetzt einmal erobern können. Kapitulation. Ach, verdammt, wir können es nicht befreien. Das hätte ich jetzt so gewollt hier eigentlich. Ja. Jetzt müssen wir uns hier irgendwie einquartieren, kurze Zeit. Aber können wir vielleicht noch diese Armee vernichten? Automatisch bitte. Ja. Aber nochmal 211 Verluste. Aber wir kriegen immerhin, ist das ein Nachschublager hier? Oh, das ist ein Nachschublager. Das ist gut. Dann erholen wir uns hier einfach. Denn die Osmanen haben uns auch noch den Krieg erklärt. Das heißt, wir müssen natürlich auch noch gegen die Osmanen marschieren. Auch wenn jetzt die Russen das hier wahrscheinlich erobern werden. Ist aber nicht so schlimm. Dann erholen wir uns hier zwei Runden vielleicht. Erobern schnell die Osmanen. Je nachdem, ich sehe leider nicht, wie stark die das sind. Wir haben, oh, Eigenschaften bekommen. Kommandieren. Moral. Nicht schlecht. Stark. Blöde ist jetzt, dass die Osmanen hier auch irgendwo eine riesen Flotte haben und jetzt wahrscheinlich auch Jagd auf unsere ganzen Handelsschiffe machen werden. Ah, das ist so unangenehm. Ja, und wie ihr wisst, oder ihr euch erinnert, die Dänen haben uns zuletzt auch angegriffen mit einer riesen Flotte. Ich wollte ja schon meine Kriegsschiffe hier noch nach vorne schicken, aber ich habe halt nur drei. Ah, und ich weiß halt nicht, ob das reicht. Das ist gerade ein bisschen knifflig. Vielleicht sollten wir einfach hier nur alles uns bis zu den Gewürzen zurückziehen. Und das auf jeden Fall schützen. Ich glaube nicht, dass sich die Dänen so weit vortrauen würden. Ja, komm. Wir machen das. Wir schützen jetzt die Gewürze. Mit allem, was wir haben. Ich rekrutiere aktuell noch. Aber das dauert noch 6 bzw. 11 Runden. Bis wir nochmal ordentlich mehr kampfstarke Schiffe haben. Dementsprechend jetzt natürlich ein paar. Also wir haben immer noch 11.000 Einnahmen. Deswegen können wir uns nicht beschweren. Aber dennoch. Okay. Na gut. Immerhin, die Franzosen sind den Osmanen nicht beigetreten. Das ist schon mal sehr gut. Und wir haben jetzt hier unsere stark erholte Armee, denke ich, mit der wir jetzt halt Richtung Bayern marschieren können. Ich glaube, da können wir es auch in Kauf nehmen, dass wir dann eine Armee weniger haben. Hoffe ich jedenfalls. Und zwei Milizeinheiten. Bayern hat vor allem hier so Musketiere, Infanteristen, also die haben schon gute Einheiten, das wird keine einfache Schlacht werden. Es ist gut, dass wir hier auch so ein Nachschublager haben, ehrlicherweise. Und wir haben hier Russen. Zweimal Kavallerie. Stimmt, ich habe auch zweimal, ist es zweimal Kavallerie, Husaren? Boah, ich habe keine Ahnung, ob da meine Dragoner eine Chance haben. Das Problem ist, Venedig ist völlig ungeschützt und da ist schon ein bisschen Bürgermob. Aber das gefällt mir nicht. Dass da Venedig jetzt so von zwei russischen Kavallerieeinheiten einfach geplündert werden könnte. Aber wenn ich Glück habe, gibt es da Gebäude, wo mein Mob sich verschanzen kann, dann können die Kavalleristen da nicht rein. Dann hätte sich das Problem so ein bisschen erledigt. Weil ich will jetzt eigentlich schon gern die Kavallerie bei der Hauptarmee hier haben, weil die Österreicher können, weiß ich nicht, was die jetzt machen wollen. Ich könnte versuchen, die mal hier festzunageln mit dem Spion. Oh, 30% Chance, das ist nicht viel. Den wollte ich, glaube ich, nach Osten schicken. Das ist ein frischer Spion. Um mal zu schauen, was die Russen machen. Können wir hier direkt theoretisch... Aber, ich weiß nicht, ein Angriff mit Milizeinheiten? Wir haben zwar Kanonen, aber ich glaube, die Verteidigung hier wäre besser. Wenn sie Richtung Wien marschieren, dann können wir mit zwei Armeen irgendwie versuchen anzugreifen. Ja, komm, ich lasse die da, glaube ich. Ich marschiere weiter hier hin. Mit dem Spion. Wir sehen ja immer noch, was die hier haben. Immer noch geschwächte Einheiten auf jeden Fall. Dann bringe ich den Spion mal nach Süden. Der ist, glaube ich, ein bisschen besser in der Hinsicht. Die Bayern haben keinen General. Das wird uns hoffentlich moraltechnisch einiges helfen. Sehen wir denn hier zum Beispiel mal... Ah doch, Moral von 9. Moral von 8. Also so im Keller sind sie dadurch dann nicht, scheinbar.
Aber dann führen wir jetzt, würde ich sagen, ohne weitere Umschweife den Angriff auf München. Ja, es sieht sehr knapp aus. Und wieso haben denn die so viel Erfahrung? Haben die am Anfang so stark gegen die Österreicher gekämpft? Also das sind schon sehr erfahrene Truppenteile. Und die haben auch 5-mal Kavallerie. Wir haben 6-mal Kavallerie. Aber das hoffentlich. Jetzt muss ich diesmal nur echt aufpassen, dass ich meine Kavallerie wieder nicht so sinnlos in den Tod schicke. Das wäre echt wichtig. Und dann haben sie vor allem Voltigeure auch. Da könnte meine, denke ich, meine Kavallerie ganz gute Arbeit leisten. Aber die legen halt überall wieder diese Minen. Auf geht's, Leute. Die große Schlacht von München 1807 beginnt. Manfredo Cassini gegen Christoph Leiberich. Diesmal stehen wir auf der anderen Seite. Diesmal stehen wir auf der anderen Seite. Ich hoffe, meine Kanonen oder meine eine Kanoneneinheit bekommt eine gute Stellung. Hatten die jetzt eigentlich Kanonen? Mir sind keine aufgefallen, ne? Ich glaube, die haben keine Kanonen. Oh, wir haben einen super Hügel hier, würde ich sagen, oder? Das ist, glaube ich, hervorragend. Für Kanonen. Truppe, montare il pezzo. Ah. So. Okay, da müssten wir. Die haben natürlich auch Hügel, tatsächlich. Deswegen weiß ich nicht, wie gut wir da was treffen. Aber wir müssen jetzt nicht so total offensiv vorgehen. Solange meine Kanonen einfach schießen wie die Wilden, ist das schon mal wunderbar. Ich denke, das lasse ich die auch machen. Ich habe natürlich auch Voltigeure. Und die haben hier auch ihre Voltigeure schon bereit. Aber da würde ich einfach die Kavallerie drauf hetzen, muss ich sagen. Wieso sollte ich da selbst den Kampf suchen? Nö. Ziehen wir hier so ein bisschen zurück. Milizen sowieso mal nach hinten. Die Voltigeure hier hin. Eine lange Infanterie hier. Eine hier. Brauche ich aber trotzdem noch hier eine da drüben, bitte. Dann kommt eine hier hin. Dann nochmal eins so. Eine will ich wieder darüber packen. Und dann brauche ich da hinten noch eine Garde. Packen wir hier auch noch dazu. Haben wir auch eine lange Linie. Perfekt. Die Milizen bleiben mal dahinter. Dann nehme ich mal schön. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich mich nicht gleich selbst abschieße. Ich würde sagen, wir nehmen hier direkt. Wollen wir die hier erwischen? So, ein bisschen länglicher. So, passt, denke ich. Okay. Wo ist der General? Der passt. Wir schießen bitte direkt auf die hier. Die hier. So. Okay, ihr zwei direkt in den Nahkampf. Obwohl, ja doch. Hier rein. Ihr zwei geht in den Nahkampf direkt hier rein. So, auf geht's. Erhalt. Stopp. Oh mein Gott. Ich sehe es jetzt erst. Da ist es wieder rot. Ah, Mann. Ich mache schon wieder denselben Fehler. Jetzt hätte ich fast meine ganze Kavallerie wieder in den Tod geschickt. Ja, das ist zu gefährlich, da jetzt irgendwas reinzuschicken. Alter, das ist ja überall gepflastert damit. Ja, okay, nee, Rückzug. Sofortiger Rückzug. Verdammt, jetzt. Ich sag's noch so schön mit ja, ja und bla bla. Wir können es über die rechte Flanke tatsächlich versuchen. So, nochmal mache ich jetzt denselben Fehler bitte nicht. Nochmal machen wir denselben Fehler nicht. Dann schießen wir eben hier noch ein bisschen mit drauf. Okay, klappt das jetzt so? Ohne dass ich auf diese Minen trete. Das wäre ganz hilfreich. Hier sind auch noch. Ey, alles vermint! Alles vermint hier. Schicken wir euch mal da hoch. So, das sollte weit genug hoffentlich von denen weg sein.
So, Nahkampf. Na, es ist hoffentlich weit genug weg. So, perfekt. Das läuft doch schon gut. Die restliche Kavallerie nutzen wir mal über die andere Flanke auch, bitte. Und dann hier euch zwei noch. Wo sind denn so deren irgendwie Generäle da hinten? Das ist auch gefährlich. Boah, hier alles voller dieser Minen. Macht es Sinn, noch mehr über die linke Flanke zu gehen? Ja, glaub auch. So, die bringe ich schon mal zum Fliehen. Jetzt muss ich nur genau aufpassen, wo die hinfliehen sozusagen. So, solange die anderen noch nicht auf mich schießen, ist alles gut. Und ich kann diese gesamten Voltigeure einmal vertreiben. Das ist der Plan auch so ein bisschen. Dass die nicht mehr auf mich schießen. Ja, jetzt wird mich leider die feindliche Kavallerie abfangen, oder? Ich sag jetzt, man kommt ja auch aus diesem Minenfeld gefühlt nicht mehr raus. Perfekt, ich fliehe auch. Dann werfen wir uns mal den gegnerischen Kavallerieeinheiten entgegen, bitte. Ja, die machen hier ein paar gute Treffer. Schön nach da vorne schießen. Oh, das war gerade knapp. Hier war schon wieder so eine Mine. Aber leider kommen jetzt die von der falschen Seite. Das ist eher unangenehm. Verflixt, was denn hier passiert? Hier habe ich ja überhaupt nicht aufgepasst. Wir werden jetzt leider hier ziemlich bedrängt von denen natürlich. Ja, die eine Kavallerie werde ich jetzt opfern scheinbar. Ah, die können auch über ihre eigenen Minen laufen. Das ist ziemlich krass. Muss ich sagen. Können wir jetzt hier irgendwie fliehen vielleicht? Unsere Männer fliehen, Sir! Hinten raus irgendwie. Das wäre ganz hilfreich. Ja, ich glaube, mit unserer Kavallerie werden wir hier verlieren, oder? So, hier über die linke Flanke, bitte, schön. So machen wir das jetzt. Und wir schießen hier schön rein. In die Gegner. Ah, ja, das sind sie geflohen. Aber dafür konnte ich jetzt nichts. Da habe ich extra aufgepasst. Voll in die Minen rein, die fliehenden. Die habe ich wohl völlig vernichtet dann. Ihr sollt fliehen? Sag mal, hört ihr schlecht? Ihr lasst euch da abschießen. Ja, gut. Unsere Männer fliehen, Sir. Das war's mit den zwei Kavallerienhänden. Aber wir haben die Voltigeure vertrieben. Das ist doch auch schon mal was. Finde ich. Gucken wir hier ein bisschen vorwärts. So. Können wir sogar mal ein Kitchen machen. Hier mal ein bisschen näher ran. Können da meine Infanteristen auch drauf gehen? Ich weiß es gar nicht. Wahrscheinlich. Ach, Voltigeure. Haben sich die wieder gesammelt, aber hier scheinen ja keine Minen zu sein, soweit ich das sehen kann. Deswegen können wir da volle Kanne reinrennen, würde ich sagen. Ich sehe auch keine Pfähle oder irgendwas. Die Flanke ist jetzt offen. So, ich brauche die Miliz da drüben, bitte. Die linke Flanke muss gestärkt werden. Ja, perfekt, hier vertreiben wir alles. Hier nochmal auf die Voltigeure drauf.
Weil jetzt hier natürlich ein bisschen die Infanteristen auch auf uns schießen. Was nicht so toll ist. Ah, hier sind sehr viele Pfähle. Müssen wir vorsichtig sein, wenn die da kommen. Bleibe ich lieber mal draußen stehen. Noch sehe ich, da sind die Pfähle, aber hier sind noch keine Pfähle. Die Einheiten erledigen wir mal noch. So, ihr geht hier hin. Die Männer sind erschöpft, Sir. Sie müssen sich eine Weile ausruhen. Gut, dann ziehen wir uns jetzt bitte hier zurück. Schafft ihr es noch, die Voltigeure bitte zu vernichten? Danke. Danke. Das lief doch soweit ganz gut. Dann ziehen wir uns jetzt bitte einmal hier zurück. Da sollten wir keine Verluste mehr haben. Währenddessen sind hier unsere Gefechte am Laufen. Vor allem die Kanonen müssten noch gute Arbeit leisten. Was ist denn hier bitte mit meiner Elite-Einheit? Wird die einfach niedergeschossen oder was ist das? Also, was können die eigentlich, die Grenadieri? Wieso sind die so schwach? Die werden hier einfach niedergeschossen. Zurück. Ich finde sie gleich. Wo ist denn der General? Ich muss mal die rechte Flanke ein bisschen verstärken. So, hier schicken wir mal ein bisschen Verstärkung. Hier will sich die Infanterie uns bemächtigen, oder? Die wollen zu uns marschieren. Die Schlingel. Ich muss jetzt keine fliehenden Einheiten vernichten. Was ich könnte, wäre... Kann ich hier durch? Sieht erstmal positiv aus. Da ist noch eine Kavallerie, die ich mich unbedingt kümmern muss. Sir! Sir! Unser General wird angegriffen! Ach. Das glaube ich erst, wenn ich sehe. Das sind nur ein paar Schüsse wahrscheinlich. So, hier hinten. Na, da müssen wir ein bisschen... Laufen wir mal hier entlang. General. So, der stärkt auf jeden Fall die Moral hier. Das ist gut. Aber die werden hier echt niedergeschossen, meine Elite-Truppen. Ah, die rechte Flanke wird ein bisschen einfallen. Dafür haben wir, denke ich, auf der linken Flanke ganz gute Chancen. Sie auch in den Griff zu bekommen. So, kriegen meine Kanonen gute Schüsse, oder? Die müssen doch hier schon längst fliehen, oder? Sind wahrscheinlich erschöpft, oder? Ja, erschöpft. Lassen wir sie mal normal laufen, bitte. Einmal normal hier hin. Hallo? Danke. Dann könnt ihr euch mal ein bisschen erholen. Unsere Männer fliehen, Sir! Ja, meine Elite-Truppen fliehen, ne? Weiß ich, wie sich Napoleon da gefühlt hat. Die komplette rechte Flanke wird hier gerade vernichtet. General mal ein bisschen da weg. Die Bayern schlagen sich noch überraschend tapfer und stark, muss ich gerade sagen. Meine Kanonen liefern nicht so die Ergebnisse, die ich erhofft hatte. Muss ich leider gestehen. Ich könnte nochmal hier ein bisschen Kavallerie von hinten einsetzen gleich. Ich halte die mal bereit. Aber wir bewegen uns natürlich jetzt auch super langsam. Eine unserer Einheiten verfügt über keine Munition mehr, Sir. Verdammt, jetzt habe ich nicht schnell genug geklickt, wer das war. Hier im Zentrum gewinnen wir das auf jeden Fall, allein wegen den Kanonen schon. Jetzt sind die natürlich wunderbar im Wald. Und da kommt feindliche Kavallerie, jetzt muss ich ein bisschen schneller machen.
brauche auf jeden Fall wieder meine Kavallerie am Start. Hilft nichts. Muss aufpassen, was deren Kavallerie so ein bisschen macht gerade. Ziehen uns mal hier ein bisschen zurück. Rückzug. Rückzug. So. Sind die mal wieder immer noch erschöpft? Kann doch jetzt auch nicht wahr sein, dass die immer noch erschöpft sind. Ja, perfekt. Die haben wir so gut wie erledigt. Meine Infanterie würde jetzt wahrscheinlich hier auch Probleme bekommen, oder? Kommen jetzt voll über die Flanke hier drüben. Okay. Stellen wir uns einmal neu auf. Schnell. Kavallerie weg. Ich nochmal meine Kavallerie hier weg opfern. Schön vorsichtig. Und ihr geht auch mal hier ein bisschen zurück. So, die Kanonen nehmen wir wieder normale Kanonenkugeln. Wir versuchen mal die Kavallerie von denen zu treffen. So, hier gehen wir mal wieder jetzt vorwärts. Genau, Kanonen. Trefft einmal schön hier in die feindlichen Kavalleristen rein. Die haben mir hier wirklich die Flanke eingerannt. Das ist aber absolut kein Problem. Das kriegen wir hier ganz gut gelöst, denke ich. Sehr schön. Treffen wir was? Bei deren Kavallerie? Ich weiß es nicht. Miliz. Ich weiß gar nicht, wo wir die Miliz gerade am besten bräuchten. Ich schicke die einfach mal hier mittig. Die werden wir als Verstärkung bereithalten. Ah, hier sind Pfähle. Ich schau mal, dass die leichte Infanterie nicht zurückkommt. Das ist noch ein ganz guter Job. Da kommen jetzt deren Kanonen. Kavallerie. Ein paar gute Treffer hier wären echt schön. Ich komme wieder über die Flanke. Okay, komm, dann stelle ich mich hier auf. Mit der Miliz. Aber die Kavallerie kann da nicht reinrennen. So, die rechte Flanke hält. Stellen wir mal ein bisschen breiter auf. Ich werde leider abgefangen. Das habe ich nicht gesehen. Seht ihr ihn? Hallo? Dreht ihr euch um? Auf da! Verdammt. Ah, jetzt fangen die hier meine Kavallerie von mit zwei Kavalleristen ab. Die machen das aber auch echt gut, die Bayern. Ja, und ich weiß nicht, meine Truppen laufen einfach gerade weg. Ist schlecht, das ist sehr schlecht. Kriege ich die eine noch zum Fliehen? Komm schon. Ja, die eine bringe ich wenigstens zum Fliehen, das ist gut. Kann ich ja selbst noch fliehen. Wäre angenehm. So, jetzt sieht es doch schon deutlich besser aus. Unsere Männer fliehen, Sir! Fliehen die da schon wieder? So, sammeln. Jetzt haben wir endlich den feindlichen General erwischt. Mit einer Kanonenkugel, mit einer Kanonensalve scheinbar. Das ist doch super. Meine Kavallerie überlebt da hinten? Nee, ne? Oh Gott, zwei Einheiten, die wurde völlig vernichtet. Und das war noch meine starke. Ah, die muss ich halt dann nochmal neu rekrutieren. Leider. Ist das so? So, jetzt haben wir aber die Schlacht so gut wie gewonnen hier. Perfekt, die fliehen auch. Müssen eigentlich nur noch. Ah, gut, die haben noch Kavallerie
übrig. Aber ich habe auch noch Kavallerie. Eine unserer Einheiten verfügt über keine Munition mehr, Sir. Stellen wir uns mal hier wieder ein bisschen breiter auf. Falls die mich angreifen wollen. Stopp. Stopp, stopp, stopp. Rückzug. Ja, wir müssen die kommen lassen. Wir müssen die schön kommen lassen. Bis die da drüber weg sind. Ja. Kommt ihr? Jetzt kann ich losreiten, glaube ich. Oder? Ah, nee. Die trauen sich noch nicht. Auf ins Karree. Schießen einfach drauf. Oder auch nicht. Das sollte hoffentlich noch weit genug davon weg sein. Gehen wir ein bisschen südlicher noch rein. Jetzt flieht hier alles. Da drüben fliehen aber leider nicht. Kommen wieder zurück. So, perfekt. Das haben wir gut gemacht. Jetzt bloß keine Kavallerie mehr sinnlos verlieren. Dass sie das halt auch nicht selbst auslösen, ihre Sachen. So, wir lassen uns alle Zeit der Welt. Wir haben Kanonen. Wir schießen die einfach ab. Vor allem gegen die Kavallerie da hinten, bitte. Die Männer sind erschöpft, Sir. Sie müssen sich eine Weile ausruhen. So. Ja, ihr könnt euch jetzt gleich ausruhen, da wo ihr steht. Halt! Die Kavallerie sammelt sich wieder. Die trauen sich aber. Die trauen sich wieder. Wollen sie wirklich kommen? Einfach mal hier so ein bisschen stehen. Die ziehe ich nochmal zurück. Ach, ich habe die ganze Zeit nur mit Kartätschen geschossen, ich hält. Geschwindigkeit 2 wäre vielleicht hilfreich. Ihr Helden. Auf, weg. Jetzt habe ich sie. Unsere Männer fliehen, Sir! Ja, das war ein eigener Treffer von mir, glaube ich. Kann es sein? Von meinen Kanonen? Ich glaube schon, oh Mann. Auch das war mal wieder ein bisschen unnötig. Oh, ich glaube, da habe ich glaube meine Miliz halbiert. Durch eine Kartätschenladung. Da war ich leider zu spät dran, das zu merken. Stehen geblieben, Kavallerie. Nicht denselben Fehler machen wieder. Ich hab meine komplette Miliz hier, die dich verschreckt. So, was haben wir denn jetzt hier noch übrig? Die Infanterie dort. Ach, die können nur noch in den Nahkampf. Das ist natürlich schlecht. Was ist mit euch? Ach, die können auch nur noch in den Nahkampf. Flixt. Kann ich natürlich auch nichts mehr abschießen. Die da können noch ein bisschen schießen. Aber meine Kanonen machen da noch gute Arbeit. Es müssten halt mal alle von denen noch fliehen. Das wäre hilfreich. Nehmen wir mal die Kavallerie über die rechte Flanke. Aber jetzt laufen sie halt auch wieder genau in die Minen rein. So, eine schöne Kartätschenladung. Sind wieder da. Los. Jetzt fliehen alle. Jetzt haben wir die Schlacht gewonnen, oder? Gegen München. Jawohl. End Battle. Ein glorreicher Sieg, aber die Bayern haben sich echt gut gewehrt, muss ich sagen. Also richtig stark gemacht, auch mit den Minenfeldern. Ich hatte doch sehr hohe Verluste. 1300 Verluste, das ist nicht wenig, Freunde.
Ich habe meine eine Elite-Einheit verloren und ich habe meine eine Elite-Kavallerie verloren. So, aber wir werden das jetzt auf jeden Fall befreien. Oh, ich bekomme nur Milizen. Das ist langweilig. Das ist jetzt wirklich langweilig. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir so stark geschwächt werden. Wir ziehen uns erstmal wieder zurück, tatsächlich. Weil hier bekommen wir eine bessere Verstärkung. Und damit haben wir ein unabhängiges Bayern, München, mit dem wir doch hoffentlich auch Handel treiben können, oder? Wieso mögen die uns nicht? Historische Streitigkeiten. Also, Handel. Habt ihr ein bisschen Geld für uns dafür? 120, naja, immerhin. Immerhin handeln wir. Mit unserem Protektorat Bayern. Das ist doch schön. Dass wir das jetzt hier befreit haben von der Feindschaft von uns sozusagen. Und es jetzt an unserer Seite steht. Das ist schon mal sehr angenehm und wir bekommen ja, glaube ich, dadurch auch immer so ein paar sonstige Einnahmen, oder? Ich glaube nicht viel, aber ein bisschen was. Okay, das war die große Schlacht von München, meine Damen und Herren. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, alles Gute und auf Wiedersehen.